Love you, Jenya. That is the last word. Dragomir, das der Opetu. Ich denke, niemand von Ihnen hat das Herz auf diesem Bild gesehen, oder? Ne znam je li netko od vas vidio srce na ovome, na ovoj slici iza nas. Einer? Zwei? Okay. Einige haben also doch das Herz gesehen. Dakle, neki od vas ipak vidjeli su srce. Ich hoffe, dass die anderen aber das Herz bei ihren Mitmenschen sehen. Nadam se da ostali vidimo srce kod svojih bližnjih. Wie gesagt, das ist meistens nur eine Frage der Einstellung. Dakle, kao što smo rekli, to je najčešće tek pitanje stava. Während des letzten Vortrages haben wir gesehen, wie unsere Überzeugungen entstehen. Tijekom proteklih predavanja vidjeli smo kako nastaju naša uvjerenja. Und wir haben auch gesehen, wie wir sie verändern können. A mogli smo i vidjeti kako ih možemo promijeniti. Überzeugungen wirken sich nämlich auf unsere Gefühle aus. Naime, uvjerenja se odražavaju na našim osjećajima. Sind unsere Überzeugungen negativ, werden es auch unsere Gefühle sein. Ako su naša uvjerenja negativna, takvi će biti i osjećaji. Denken wir negativ, werden wir uns nicht gut fühlen. Mislimo li negativno, nećemo se dobro osjećati. Fühlen wir uns schlecht, geht es uns auch nicht gut. Osjećamo li se loše, neće nam niti ići dobro. Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Überzeugungen und Ansichten kritisch zu überprüfen. Zbog toga smo odlučili da naša uvjerenja kritički preispitamo. Und sie zu verändern, wenn sie falsch und zerstörerisch sind. I ako u slučaju da su oni pogrešni, da nas uništavaju, želimo ih promijeniti. Wir wollen uns jetzt mit vier Überzeugungen beschäftigen, die uns die Stimmung verderben. Želimo se pozabaviti sa četiri uvjerenja koja razaraju naše raspoloženje. Und die uns sogar unglücklich machen. I čak nas čine nesretnima. Nehmen wir einmal an, es geht Ihnen wie mir und meiner Frau. Pretpostavimo da vam se možda nešto desi kao što je to bilo kod mene i moje supruge. Wir fahren zu unserem ersten gemeinsamen Urlaub, also unserer Flitterwochen, unserer Hochzeitsreise nach Spanien. Naš prvi zajednički godišnji odmor, naš medeni mjesec, otputovali smo u Španjolsku. Und Sie fahren auch jetzt nach Spanien, weil die Wahrscheinlichkeit in Spanien gutes Wetter zu haben größer ist als in Skandinavien. I pretpostavimo da se i vi jednom prilikom tako odlučite otputovati upravo u Španjolsku, jer je tamo mnogo veća vjerojatnost da vrijeme bude lijepo, sunčano, toplo nego što je to u Skandinaviji. Doch drei Wochen regnet es Tag für Tag. Međutim, tri tjedna pada kiša dan za danom. Sie frieren in ihrer dünnen Sommerkleidung. Smrzavate se u vašoj laganoj ljetnoj odjeći. Aus den Nachrichten erfahren Sie, dass es in Skandinavien, dass dort die Sonne vom strahlend blauen Himmel scheint. A iz vijesti saznajete da u isto vrijeme u Skandinaviji sija prekrasno sunce. Und das für drei Wochen. A to traje tako tri tjedna. So ist es uns passiert. To se upravo nama dogodilo. So etwas darf doch nicht geschehen, nicht wahr? Tako nešto ne smije se dogoditi, zar ne? Wenn ich schon die vielen Kilometer nach Spanien fahre, dann darf es dort nicht regnen. Kad već poduzmem putovanje od toliko kilometara, dođem u Španjolsku, tada onda ne smije tamo niti kiša padati. Wir meinen oft, es muss alles so kommen und sein, wie wir es wollen. Često mislimo da sve mora biti tako kako upravo mi želimo. Vielleicht kennen Sie solche Aussagen. Možda poznajete ove izreke koje evo, čitamo. Obavezno moram položiti završni ispit. Nikako ne smijem zakazati. Da bar nisam napravio tu grešku. To mi se nije smjelo dogoditi. Ovako se nitko neće sa mnom ponašati. Ovaj tip će me još čuti. Kako sam mogao biti tako smotan i izgubiti novčanik? Nisi mi to smio reći. To je nemoguće. Versuchen Sie einmal in den nächsten Tagen solche Aussagen aufzuspüren, wenn Menschen miteinander reden. Pokušajte u sljedećim danima osluhnuti i zapaziti takve ili slične izreke koje ljudi često međusobno u razgovorima kažu.
Wenn Sie Ihr Ohr dafür schulen, wird es Ihnen leichter fallen, unglücklich machende Überzeugungen zu entlarven. Kad možda na neki način iškolujete svoje uho da to zaista čuje, primijeti, onda ćete isto tako lakše moći i razotkriti takve izraze. Wir wollen nämlich oft unseren Willen durchsetzen. Naime, često želimo provesti svoju volju. Dabei versuchen wir auf Menschen, auf Situationen, auf uns selbst und sogar auf Gott Zwang auszuüben. A time pokušavamo određenu prisilu izvršiti i nad samima sobom, ljudima oko nas, pa čak i na Boga. Alles muss unserem Willen entsprechen. Sve mora odgovarati našoj volji. Eine solche Einstellung ruft negative Gefühle hervor. A tako jedan stav proizvodi negativne osjećaje. Wenn etwas anders kommt, als wir es erwartet haben. Kad nešto izađe, ispostavi se drugačije nego što smo očekivali. Zum Beispiel Wut, Ärger und Abneigung. I nastaje bijes, ljutnja, odbojnost. Angst, Sorge und Entmutigung. Strah, briga i obeshrabrenje. Oder Enttäuschung und Niedergeschlagenheit. Ili razočaranje i potištenost. Wir sollten uns klar machen, dass nicht immer alles so kommt, wie wir es uns wünschen. Trebalo bi nam biti jasno da ne može sve uvijek ići onako kako si mi želimo. Dafür ist das Leben zu kompliziert. Život je prekompliciran da bi tako bilo. Wir haben auch kein Recht, unseren Mitmenschen ständig unseren Willen aufzuzwingen. A niti nemamo prava da bismo ljudima oko nas stalno tražili i prisiljavali ih da provode ono kako mi želimo. Wir dürfen natürlich auch nicht in das andere extrem verfallen. Naravno da ne smijemo zapasti niti u drugi ekstrem. Und sagen, ist doch alles egal. I da jednostavno kažemo, sve jedno. Es fällt uns nicht leicht, immer die richtige Mitte zwischen ständiger Durchsetzung unseres Willens und der alles ist egal Haltung eins zu finden. Nije uvijek lako naći jednu dobru sredinu, izbalansiranost između ta dva ekstrema. Dakle, s jedne strane da želimo stalno provesti svoju volju ono što mi hoćemo i na drugom kraju da nam je sve potpuno svejedno. Nach den Regeln der Logik sind absolute Aussagen meistens falsch. A po pravilima logike apsolutne izjave su najčešće krive. Alles ist egal und alles muss nach meinem Willen geschehen, sind also damit unlogische und falsche Überzeugungen. Dakle, prema tome, sasvim kriva uvjerenja, a time i krive rečenice, su sve mi je svejedno i sve mora biti po moje volji. Eine solche Haltung ist eine Belastung für unsere Mitmenschen. Takvo uvjerenje je opterećenje za ljude oko nas. Und deshalb sollten wir die richtige Mitte finden zwischen diesen beiden Extremen. I zbog toga trebamo naći ispravnu sredinu između ta dva ekstrema. Um negative Gefühle wie Angst, Wut oder Niedergeschlagenheit zu vermeiden, sollten wir uns also einen ersten Entschluss fassen und eine erste Überzeugung einprägen. Dakle, da bismo izbjegli negativne osjećaje kao što je bijeh, strah, potištenost, trebamo doći do jednog zaključka i zapamtiti, usvojiti jednu rečenicu. Mein Wille muss nicht immer geschehen. Ne mora uvijek biti sve po moje volji. Es muss nicht alles so sein und kommen, wie ich es mir wünsche und für richtig halte. Ne mora uvijek sve biti onako kako bih si ja želio, onako kako ja smatram ispravno. Es kann auch einmal anders sein. Može biti i drugačije. Wenn das Ihre Überzeugung geworden ist, fällt es Ihnen leichter zu sagen. Kad to postane vaše uvjerenje, onda ćete sigurno lakše reći. Es darf während meines Sommerurlaubes auch regnen. Za vrijeme mojih ljetnih praznika može i padati kiša. Ich habe nicht die Macht, es zu ändern. Nemam snage ni moći da to promijenim. Ich kann auch Gott nicht zwingen, das zu verhindern. Ne mogu naime prisiliti Boga da to promijeni, niti ne mogu to spriječiti. Man darf auch über mich lachen. Ljudi se mogu i smijavati mi. Ich habe kein Recht, es zu verbieten. Nemam prava da to nekome zabranim. Ich möchte nicht unheilbar krank werden. Ja ne želim biti neizlječivo bolestan.
Aber ich muss mich damit abfinden, wenn es doch passiert. Ali moram se i u toj situaciji snaći ako bi se to ipak dogodilo. Eine Schülerin erzählte mir eines Tages, sie habe fürchterliche Angst vor ihrer Abschlussprüfung. Jedna mi je učenica rekla jedanputa kako ima užasan strah od završnog ispita. Obwohl sie gute Noten habe. Iako je imala dobre ocjene. Ich muss die Prüfung unbedingt bestehen, sagte sie. Rekla je, obavezno moram položiti taj ispit. Ich darf einfach nicht durchfallen. Ne smijem pasti. Ich habe ihr gesagt, eine solche Haltung macht dir Angst. Rekao sam joj, takav jedan stav samo te čini uplašenom. Und diese Angst wird ihr Denken bei der Prüfung blockieren, sodass sie doch durch die Prüfung fällt. A takav strah će blokirati razmišljenje tako da će slijedom toga ipak pasti ispit. Fällt es dir schwer, fragte ich sie, über einen 15 cm breiten Balken zu balancieren? Pitao sam ju, je li ti teško balansirati, dakle stajati na jednoj 15 cm širokoj daski? Wenn er direkt auf dem Fußboden liegt. Kad je ona skroz na zemlji. Das ist für mich ein Kinderspiel, sagte sie. Ach, to je za mene dječja igra, rekla je. Und wenn er 10 Meter über dem Erdboden liegt? A ako ta daska stoji 10 metara visoko iznad zemlje? Dann würde ich bestimmt herunterfallen, sagte sie. Na to je odgovorila, tada bi sigurno pala. Warum wollte ich wissen? Zašto, pitao sam ju. Ja, weil ich dann Angst hätte. Zato što bi se bojala. Und dann wäre ich ganz verkrampft. I skroz bi se uspaničarila. Ich würde mir sagen, du musst unbedingt auf dem Balken bleiben. Rekla bih samoj sebi, obavezno moraš ostati na toj daski. Du darfst nicht herunterfallen. Ne smiješ pasti. Siehst du, sagte ich zu dir, bei deiner Prüfung ist das ganz genauso. I rekao sam joj, evo vidiš, isto to se događa i kod ispita. Du setzt dich selbst unter Druck, wenn du dir einredest, du darfst auf keinen Fall versagen. Samo sebi stavljaš pritisak kad kažeš ne smijem pasti ispit. Dadurch kommt Angst auf. I tada dolazi strah. Und die blockiert dein Denken. A strah blokira razmišljanje. Also bleib auf dem Boden der Tatsachen bei deiner Prüfung. Dakle, prilikom ispita ostani na zemlji činjenica. Dann wird sie kein Problem sein. Neće biti tada problema. Bereite dich gut vor und dann geh zur Prüfung. Dobro se pripremi i jednostavno odi na ispit. Sag dir, das ist eigentlich ein Kinderspiel. Rekao sam joj, to ti je zapravo sasvim jednostavno. Außerdem wäre es wirklich so tragisch, wenn du durchfallen würdest. A osim toga, je li bi bilo zaista tako tragično da stvarno i padneš ispit? Sie bestand die Prüfung am nächsten Tag spielend. I ona je sljedećeg dana s lakoćom položila ispit. Kommen wir zur zweiten Überzeugung. Dolazimo do drugog uvjerenja. Was mir passiert ist, ist eine Katastrophe. Ono što mi se događa je katastrofa. Mit der Überzeugung, alles muss unserem Willen entsprechen oder unseren Vorstellungen, ist also eine zweite Überzeugung verbunden. Dakle, sa prvim uvjerenjem sve mora biti po mojoj volji, sve mora odgovarati onom kako se ja zamišljam, povezano je i drugo uvjerenje. Für die Schülerin wäre es eine furchtbare Katastrophe gewesen, bei der Prüfung durchzufallen. Dakle, za ovu učenicu bila bi jedna grozna katastrofa da padne ispit. Diese Überzeugung klingt natürlich ein bisschen übertrieben. Naravno da ovo uvjerenje zvuči malo pretjerano. Wir verbinden das Wort Katastrophe normalerweise mit Erdbeben, Waldbränden und Sturmflut. Uobičajeno riječ katastrofa povezujemo sa zemljotresom, šumskim požarom, sa velikim poplavama. Mit Unfällen in Chemiewerken oder in Kernkraftwerken i, oder anderen schlimmen Ereignissen. I sa vrlo teškim događajima kao što su nesreće u kemijskoj industriji ili u proizvodnji atomskih stanica. Schlechte Noten sind doch keine Katastrophe. I loše ocjene zaista nisu katastrofa. Sie sind einfach nicht gut, aber kein Weltuntergang. One zaista nisu dobre, ali to nije kraj svijeta. Das Dramatisieren eines schlechten Ereignisses ist wiederum ein typisch menschliches Verhalten. Dramatiziranje jednog relativno običnog događaja, to je jedno tipično ljudsko ponašanje.
Versuchen Sie einmal in den nächsten Tagen für folgende Aussagen oder Bemerkungen sensibel zu werden. Nastojte u sljedećim danima obratiti pažnju na sljedeće izjave koje čitamo ovdje na platnu. Muka mi je od same pomisli na mogućnost da izgubim posao. Grozno je cijeli dan biti sam. Učinio sam strašnu grešku. Jao, to pranje suđa. To je užasna nepravda. Ajme, kao nepodnošljiva vrućina. Katastrofalni uvjeti. Ovaj bezobrazluk je prevršio svaku mjeru. Vielleicht fragen Sie sich, sind solche Äußerungen denn nicht berechtigt? Mislite da možda ovakve izjave nisu opravdane? Haben wir nicht wirklich mit schrecklichen und tragischen Situationen zu kämpfen? Zar zaista se možda ne moramo suočiti i sa teškim i tragičnim situacijama? Betrachten Sie diese aufgezählten Aussagen einmal kritisch und nüchtern. Razmotrimo ove nabrojane izjave kritički i trezveno. Sie haben die Tendenz, aus unangenehmen und unschönen Ereignissen gleich schreckliche Katastrophen zu machen. Možemo zapaziti jednu sklonost u tim izjavama da od jedne loše situacije odmah napravimo katastrofu. Vielleicht sogar einen Weltuntergang. Čak možda i smak svijeta. Als Kinder haben wir ja maßlos übertrieben. Kao djeca prekomjerno smo pretjerivali. Doch als Erwachsene haben wir angefangen, nüchtern zu denken. Međutim, kao odrasli počinjemo razmišljati trezveno. Auch für ein ausgeglichenes Gefühlsleben ist es wichtig, dass wir nüchtern und sachlich bleiben. A za jedan uravnoteženi osjećajni život važno je da ostanemo i trezveni i uravnoteženi u razmišljanju. Besonders gut hilft mir dabei das Einordnen von unangenehmen oder schlimmen Ereignissen auf einer Skala von 0 bis 100%. A posebno tu pomaže jedan raspored događaja na ljestvici, raspored tih negativnih loših događaja na ljestvici od 0 do 100. Einen platten Reifen am Fahrrad könnte ich vielleicht als lästig empfinden und bei 2% schlecht einordnen. Dakle, kad guma pukne na biciklu, onda to mogu ocijeniti neugodnim događajem i možda 2% na ovoj ljestvici bi zauzelo. Ein platter Fahrradreifen ist also keine Katastrophe. Dakle, definitivno prazna guma sigurno nije katastrofa. Eine Beule am Auto könnte man vielleicht bei 9% sehen. Jedna udubina u limu auta moglo bismo ocijeniti da je to 9% na toj ljestvici. Der qualvolle Tod eines lieben Angehörigen liegt sicherlich bei 100%. Međutim, jedno teška i dugotrajna bolest nakon koje uslijed naših nekog od naših bližnjih, nakon koje uslijedi smrt, to bi sigurno zaslužilo 100% na toj ljestvici. Bezeichne ich Ereignisse aber als fürchterliche Katastrophe, gehe ich über diese Skala weit hinaus. Međutim, ako određene događaje ja opišem kao neopisivu i groznu katastrofu, onda idem daleko dalje od te ljestvice. Die sind dann 200% schlimm oder 500% oder 1000% schlimm. Onda bi ti događaji bili 200%, 500% loši ili čak i do 1000% loši. Aber damit verlasse ich die Wirklichkeit. Međutim, tu već napuštam i stvarnost, realnost. 100% schlimm ist die Grenze. 100% loše i to je granica. Nichts ist schlimmer als schlimm. Ništa ne može biti gorje od lošega. Eine vollkommen schlechte Sache kann ich nicht weiter bis ins Unendliche verschlechtern. Jednu potpuno lošu stvar ne mogu u nedogled pogoršavati. Nichts ist schlechter als vollkommen schlecht. Ništa, dakle, nije loše od potpuno lošeg. Also ist nur der Weltuntergang ein Weltuntergang. Znači, smak svijeta je stvarno samo, jedino smak svijeta je stvarni smak svijeta. Deshalb sollten wir negative Ereignisse nicht zu einer
einem Weltuntergang machen oder zu einer Katastrophe. Dakle, od negativnih događaja ne bismo odmah trebali raditi smak svijeta ili upravo katastrofu. Wenn wir auf diese Weise dramatisieren, werden wir natürlich auch negative Gefühle entwickeln. Ako na taj način dramatiziramo, onda ćemo sigurno razviti i negativne osjećaje. Katastrophen lassen uns zusammenbrechen. Katastrofe mogu nas dovesti da se slomimo. Unangenehme Ereignisse empfinden wir lediglich als lästig. Neugodne osjećaje zaista doživljavamo kao loše i neugodne. Versuchen Sie deshalb in der Zukunft negative Ereignisse sachlicher zu beurteilen. Dakle, nastojte da u budućnosti negativne događaje da ih trezveno ocijenite. Sie ersparen sich eine Menge Arbeit und viele schlaflose Nächte. Time ćete si uštedjeti mnoge neprospavane noći i mnogo rada. Prägen Sie sich einen weiteren Grundsatz ein. Zapamtimo jednu sljedeću rečenicu. Ich will nichts schlimmer machen, als es in Wirklichkeit ist. Neću nešto činiti lošijim nego što je u stvarnosti. Vieles ist nicht so tragisch, wie ich es bisher gesehen habe. Mnogo toga nije tako tragično kako sam to možda i vidio. Ordnen Sie deshalb in den nächsten Tagen negative Ereignisse realistisch auf einer Skala von 0 bis 100% ein. Dakle, raspodijelimo stvari realno na jednoj ljestvici od 0 do 100. Hinterfragen Sie sich dabei aber auch kritisch. Preispitajte sami sebe kritički pri tome. Und hüten sich vor Perfektionismus und Pessimismus. I pazite da ne budete niti perfekcionist, a niti pessimist. Vieles in unserem Leben ist nicht so tragisch, wie wir es zunächst sehen oder bewerten. Mnogo toga u našem životu nije tako tragično kako mi možda bismo to odmah ocijenili. Fragen Sie sich also in kritischen Situationen, wie schlimm ist es wirklich? Dakle, u kritičnim situacijama trebamo se zapitati koliko je to stvarno teško. Bezeichnen, wenn zum Beispiel der Verlust Ihres Fingers 100% schlecht ist. Na primjer, ako ocijenite gubitak prsta 100% lošim, wie wollen Sie denn die Amputation Ihres Beines bewerten? Kako biste ocijenili amputaciju noge? Wie wollen Sie den Verlust Ihrer Sehkraft oder einen bösartigen Gehirntumor bewerten? Kako biste ocijenili gubitak vida ili možda neki razvoj zločudnog tumora na mozgu? Ist ein zerbeultes Auto schon eine Katastrophe? Ako je već neki slupani dio auta već katastrofa? Wie beurteilen Sie dann, wenn Sie querschnittsgelähmt würden? A kako biste ocijenili da nakon teške automobilske nesreće postanete paraplegičar? Versuchen Sie also in Zukunft negative Ereignisse wirklichkeitsnah auf dieser Skala nicht schlimm bis absolut schlimm einzuordnen. Dakle, nastojimo negativne događaje s kojima se suočavamo na toj skali, na ljestvici od 1 do 100 zaista trezveno poredati. Sie werden sich dadurch viele unnötige Gefühlsbelastungen ersparen. Ja, prištedit ćete si time mnoge nepotrebna opterećenja. Dieser Rat hat einem Wirtschaftsmanager sehr geholfen, seine Firma besser zu führen. A upravo taj savjet jednom menadžeru u privredi pomogao mu je da bolje vodi svoju tvrtku. Er sagte mir, das war der beste Rat. Rekao mi je da mu je to bio najbolji savjet kojeg je dobio. Kommen Sie zur dritten Überzeugung. Dolazimo do trećeg uvjerenja. Das kann ich nicht ertragen. Ne mogu to podnijeti. Wenn wir Unangenehmes oder Schlimmes zu sehr hoch spielen, dakle, kada preveliku težinu pridodajemo onome što je neugodno, entsteht dadurch die Überzeugung, das Entsetzliche nicht verkraften zu können. Da ono što je teško, da ne možemo podnijeti. Es ist ja auch klar, dass uns der Mut sinkt, wenn wir aus etwas Schlimmem eine schreckliche Katastrophe gemacht haben. Dakle, jasno je da nam
pada i hrabrost da se obeshrabrujemo kad doživimo nešto loše. Aber wir sind auch häufig der Meinung, weniger schlimme Dinge nicht durchstehen zu können. Međutim, često smo i mišljenja da i one malo loše, nešto loše, ne tako strašne stvari, da ne možemo prebroditi. Podnijeti. Sicherlich haben Sie die folgenden Aussagen schon mal gehört. Vjerojatno ste sljedeće izjave već čuli. Ne mogu to više izdržati, što će biti sada, ne mogu podnijeti da me se pravi budalom, uništen sam, ovo je nikada neću oprostiti, poludio bih da mi se to dogodi. To je za ne povjerovati, moram pobjeći odavde. Die Folgen solcher Überzeugung sind natürlich wieder Wut, Ärger oder Angst und Depression. Dakle, posljedice takvih uvjerenja sigurno su također i ponovno ljutnja, bijes, strah ili depresija. Viele Menschen gehen am liebsten den Weg der geringsten Schwierigkeiten. Najčešće ljudi idu putem najmanje teškoće. Sie weichen schwierigen Entscheidungen aus. I oni izbjegavaju neke teške odluke. Oder sie fliehen in die Sucht, um ihrer Misere zu entkommen. Ili možda bježe u određenu ovisnost da bi se riješili svog jada. In Wirklichkeit ist der scheinbar leichtere Weg der schwerere. U stvarnosti, onaj put koji izgleda lakšim je zapravo teži. Vermeide ich zum Beispiel nach einem Streit einen versöhnendes Gespräch, weil mir das unangenehm ist. Na primjer, ako nakon nekog neke svađe izbjegavam pomirbu, onda znači zato jer mi je taj razgovor težak. Dann werde ich weiter unter gespannten Atmosphäre leiden. Onda i dalje zapravo trpim od te napete situacije. Gehe ich angstmachenden Situationen ständig aus dem Weg. Ako uvijek izbjegavam neku situaciju koja me plaši, werde ich meine Angst bis zum Lebensende behalten. Zadržat ću taj svoj strah do kraja života. Es gibt viele Menschen, die Ängste haben und nichts dagegen tun. Mnogo je ljudi koji imaju razne strahove, ali ništa ne čine protiv njih. Ein Leben voller Angst ist eingeschränkt. Život pun straha je ograničen. Und wir könnten die Angst so schnell loswerden. A tako brzo možemo se riješiti straha. In den meisten negativen Lebenssituationen ist es Unsinn zu behaupten, man könne sie nicht ertragen oder nicht aushalten. Jer u većini životnih situacija zapravo je glupo, besmisleno govoriti da neku situaciju ne možemo podnijeti i izdržati. In Wirklichkeit können wir ungeheure körperliche und seelische Strapazen durchstehen. Zapravo, u stvarnosti možemo iznimno velike i duševne i fizičke teškoće, boli, patnje izdržati. Denken Sie zum Beispiel an Menschen, die durch ein Unglück in eine Wüste verschlagen wurden. Naprimjer, zamislite nekoga koje možda se našao sam i ne znam, ili pretučen, izgubljen u pustinji. Denken Sie an Kriegsgefangene, Gefolterte, Schwerverletzte, Krebskranke. Zatim pomislite na one koji su u ratu ili ostali bez svega, ili su bili progonjeni, oni koji su imaju neku tešku bolest. Sie alle haben millionenfach bewiesen, dass der Mensch mehr Leid, Schmerzen, Hunger, Durst oder Strapazen durchstehen kann, als wir es in guten Zeiten für möglich halten. Svi ti ljudi su na mnoge načine dokazali da čovjek u izvanrednim situacijama može izvanredno puno izdržati i preživjeti, nego što bismo to u nekim uobičajenim okolnostima i pomislili. Und mancher Schwächling wuchs in Krisenzeiten über sich hinaus und beschämte mit seiner Haltung die Starken der Welt. I tako poneki slabić u nekoj izvanrednoj situaciji može sam prerasti sebe i izdržati ono što i mnogi drugi koji su mu se dotada možda ismihivali ne bi izdržali i na taj način ih posramiti. Glauben wir außerdem an Gott den Allmächtigen, dann steht uns auch eine Menge Power zur Verfügung. I kada vjerujemo u svemogućeg Boga, tada imamo na raspolaganju i veliku količinu power.
Dieses englische Wort bedeutet mehr als nur Kraft und Energie. Dakle, ova engleska riječ znači i obuhvaća više nego što to znači snaga i energija u našem rječniku. Es bedeutet auch Lebensfreude, starken Willen, Selbstbewusstsein. To ujedno znači i i životnu radost, snažno samopouzdanje i uspjeh u životu. Oder Entscheidungsfreude. Isto tako radost u prilikom donošenja odluka. Und im Bereich des Glaubens so eine geistliche Kraft, die Gott uns schenkt. A u području vjere to je duhovna snaga koju nam daje Bog. Wir können also mit Gott nicht nur über die großen Lebensprobleme sprechen. Dakle, s Bogom ne moramo razgovarati samo o velikim nekim životnim problemima. Er will uns auch Kraft schenken, ein positives Verhältnis zu unseren Mitmenschen zu bekommen. On nam želi dati snagu da sa našim, sa ljudima oko nas imamo dobre odnose. Dessen Gegenwart uns bisher unerträglich erschien. I to sa onim ljudima iz naše okoline koji su nam se do sada možda činili, izgledali nepodnošljivima. Und wenn's nur der Ehepartner wäre. A to bi se moglo također odnositi i na bračnog druga. Wenn wir aber an unserer Überzeugung festhalten, eine bestimmte Situation nicht ertragen zu können. Međutim, ako se čvrsto držimo našeg uvjerenja da neku situaciju ne možemo podnijeti, zum Beispiel die ständigen Sticheleien von Arbeitskollegen. I na primjer stalno podbadanje kolega s posla. Oder die Gegenwart eines unangenehmen Menschen. Ili prisustvo nekog neke neugodne osobe. Dann handeln wir uns neben dem negativen Erlebnis auch noch zusätzliche Schwierigkeiten. Tada na taj događaj koji je sam po sebi negativan, tada dodajemo još teškoće. Wir blockieren nämlich die Lösung unseres Problems. Naime, blokiramo rješenje problema. Wir sind unzufrieden mit unserer Lage. Nezadovoljni smo situacijom. Und stürzen uns in depressive Gedanken. I padamo u depresivna razmišljanja. Oftmals sagen sich Menschen in einer solchen Situation, često si ljudi u takvoj situaciji kažu, mir kann nichts und niemand helfen. Nitko i ništa mi ne može pomoći. Es ist alles aus. Sve je gotovo. Dieser Gedanke ist natürlich wieder extrem und damit unlogisch. A to takvo razmišljanje je sigurno ponovno ekstremno i time i nelogično. Wann ist schon alles aus? Kada je uopće sve gotovo? Hier deshalb ein weiterer Grundsatz, den Sie sich einprägen sollten. I zbog toga jedna sljedeća rečenica koju bismo trebali zapamtiti. Ich kann mehr ertragen, als ich meine. Mogu podnijeti više toga nego što mislim. Deshalb will ich meine Schwierigkeiten durchstehen. Zbog toga izdržat ću teškoće kroz koje prolazim. Statt alles hinzuwerfen und zu flüchten. Ili umjesto da sve bacim ili da možda pobjegnem. Eine Flucht in den Alkohol löst nicht unsere Probleme. Bijeg u alkohol ne rješava probleme. Sondern macht uns nur blind für die Probleme. Nego nas samo čini slijepima za probleme. Eine Flucht durch Umzug in eine andere Stadt hilft Ihnen genauso wenig. A jednako tako neće biti rješenje niti bijeg u neki drugi grad kroz selitbu. Weil Sie die Hauptursache Ihrer Schwierigkeiten mit dorthin nehmen. Jer uzimamo glavni uzrok teškoća. Nämlich sich selbst. Naime, samog sebe. Üben Sie also diese Haltung an unangenehmen Situationen ein, die nicht so schwerwiegend sind. Dakle, vježbamo ovaj način razmišljanja, ovakav stav, na situacijama koje nisu toliko teške. Erledigen Sie unangenehme Arbeiten immer zuerst. Najprije riješite neugodni posao na prvom mjestu. Statt sie vor sich herzuschieben. Nego umjesto da ga tek odbacite, pomičete za kasnije. Sie werden sich anschließend freier fühlen. Na posljedku osjećate se slobodno. Oder wenn Sie ein unordentlicher Typ sind, räumen Sie Ihre Wohnung über mehrere Wochen so auf, als wäre es ein Museum. Ili, na primjer, ako ste neka neuredna osoba, onda kroz nekoliko tjedana tako dobro čistite, uređujte svoj stan kao da bi trebao izgledati kao muzej.
Wenn Sie ein schüchterner Mensch sind und glauben, Sie könnten die Gegenwart anderer Menschen nicht ertragen, ili ako ste možda povučena osoba i mislite da ne možete podnijeti prisustvo drugih ljudi, dann schauen Sie den Menschen auf der Straße in die Augen und lächeln Sie sie an. Onda pogledajte prilikom dok hodate ulicom, gledajte ljude u oči i nasmijte im se. Und sprechen Sie die Kassiererin im Supermarkt an. I recite nešto blagajnici u supermarketu. Die freut sich auch, wenn sie mal aufgeheitert wird. I ona će se radovati ako da malo popriča s nekim. In Krisenzeiten sollten Sie sich auch fragen, u takvim kriznim situacijama trebali biste se zapitati, kann ich überhaupt beweisen, dass ich eine Situation nicht verkraften werde? Mogu li uopće dokazati da neku situaciju ne mogu savladati? Ein Beweis ist meistens nicht möglich, weil die ganze Sache ja in der Zukunft liegt. Najčešće neki dokaz i nije moguć jer cijela situacija zapravo je u budućnosti. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigen eher das Gegenteil. A iskustvo iz prošlosti govori vam suprotno. Trotz aller Schmerzen, Beschwerden und Schwierigkeiten der Vergangenheit sind sie ja noch am Leben. Unatoč svim bolima, patnjama, tuzi iz prošlosti, evo, vi ste još u životu. Folglich sind sie an dem Negativen ihres bisherigen Lebens nicht zugrunde gegangen. Znači da zbog svih negativnih situacija koje ste prošli u vašem životu niste uništeni. Daraus können Sie schließen, dass Sie auch in Zukunft genügend seelische Tragkraft besitzen werden. I možemo zaključiti da ćete i u budućnosti imati dovoljno duševne snage da to što će se desiti podnesete. Um problematische Lebenssituationen zu verkraften. Da biste savladali problematične životne situacije. Die vierte und letzte Überzeugung lautet, ich bin ein Trottel oder er ist ein Fiesling. Četvrta i posljednje, četvrte posljednje uvjerenje glasi, ja sam nespretan, a ti si idiot. Manchmal bezeichnen wir nicht nur andere wegen... Manchmal brandmarken wir nicht nur andere wegen ihrer Fehler. Znači, ponekad ne samo da druge osuđujemo zbog njihovih grešaka, sondern wir verurteilen auch uns selbst. Nego čak i same sebe. Natürlich fällt es uns leichter, die Nächsten zu kritisieren. Naravno da nam je lakše kritizirati drugoga. Als uns selbst. Nego same sebe. Oft entschuldigen wir uns also unsere Fehler mit dem Versagen der anderen. Najčešće ispričavamo svoje greške sa lošim postupanjima drugih. Die anderen sind also schuld für unser Versagen. Dakle, drugi su krivi za ono što mi nismo dobro napravili. Oft aber verurteilen wir auch uns selbst, wenn wir Fehler gemacht haben oder wenn uns etwas missraten ist. Međutim, najčešće, vrlo često i sami sebe osuđujemo kad nešto nismo dobro napravili ili uspjeli. Vielleicht kommen Ihnen auch diese Sätze bekannt vor. Možda su vam i ove rečenice poznate. Nisam ni od kakve koristi. Koji sam ja nespretnjaković, tko još može voljeti nekog poput mene, gubitnik sam, ko je smeće od čovjeka, platit će mi za ovo, s takvim tipom više ne bih progovorio ni riječi. Eto mu ga na, vratit ću je za ovo, stara živčana babuskara, idiot. Wer so redet, begeht den Fehler, dass er die Person mit ihren Handlungen gleichsetzt. Dakle, onaj tko tako govori, pada u jednu grešku da poistovjeti osobu sa njenom radnjom. Das also die Person verurteilt statt ihre Fehler. Znači, osuđuje osobu umjesto grešku koju ona napravila. Es ist eigentlich unsachlich, wenn wir sagen, er ist ein fieser Kerl. Zapravo je nerazumno kad on za nekoga kažemo on je loš čovjek. Dieser Satz bedeutet, er ist durch und durch ein Fiesling. Dakle, to znači da o njemu mislimo da je potpuno loš. Richtiger ist es, wenn wir sagen, sein Verhalten war gemein. Ispravnije bi bilo da kažemo njegovo ponašanje je bilo loše ili drsko, bezobrazno. Ja, aber ist der Mensch nicht das, was er tut? Ali za čovjek nije ono što radi.
Dürfen wir sein Verhalten und Reden von seiner Person trennen? Možemo li uopće razdvojiti njegovo ponašanje od njegove osobe? Müssen wir einen Menschen nicht nach seinem Verhalten beurteilen? Zar ne bismo trebali čovjeka osuđivati, određivati prema njegovom ponašanju? Tatsächlich wird in unserer Gesellschaft der Wert eines Menschen häufig nach seinem Verhalten oder seiner Leistung bestimmt. Zaista se vrijednost čovjeka u današnjem društvu određuje prema njegovom ponašanju ili prema učinku. Es wäre aber traurig, wenn wir unseren Ehepartner oder unsere Kinder nur nach ihrer Leistung beurteilen und sie deshalb lieben oder nicht lieben würden. Međutim, bilo bi vrlo tužno kad bi ili svog bračnog druga ili djecu svoju ocjenjivali prema njihovom učinku i kad ih zbog toga možda ne bismo voljeli. Wir sollten deshalb auch das nicht mit bei anderen Menschen tun. A stoga to ne bismo trebali činiti ni s drugim ljudima. Eine Beurteilung nach dem Verhalten ist eine fragwürdige Angelegenheit. Jedna ocjena nakon prema ishodu neke upitne situacije. Ein falsches Verhalten kann zum Beispiel durch eine Krankheit hervorgerufen werden. Jer na primjer jedan ima lijekova koji mogu proizvesti promijeniti ponašanje. Auch manche Medikamente können einen Menschen verändern, so dass er sich seltsam verhält. Da ima lijekova. Auch manche Medikamente. Ja. Dakle, ima lijekova koji mogu tako utjecati na ponašanje da se čovjek promijeni. Dann können wir den Menschen auch nicht dafür verantwortlich machen. I onda sigurno da taj čovjek nije odgovoran za to. Verhalten kann auch Schauspielerei sein. A ponašanje može biti i gluma. So habe ich mehrere Bettler kennengelernt, die einen Mercedes oder einen Volvo fuhren. Ja sam upoznao više prosjaka koji zapravo voze Mercedes ili Volvo. Sie waren also nicht arm. Dakle, nisu bili siromašni. Warum sie am Straßenrand saßen und gebettelt haben, weiß ich nicht. A zašto ipak sjede na rubu ulice i prose, ne znam. Was ich aber weiß ist, dass manche Bettler in Deutschland 100 Euro am Tag verdienen. Ali ono što znam je da ima prosjaka u Njemačkoj koji dnevno zarade 100 eura. Das sind 700 Euro in einer Woche. Dakle, 700 eura u tjednu. Dafür müssen manche Kroaten eine ganze Woche, ganzen Monat arbeiten. A evo, neki i ovdje u Hrvatskoj moraju za taj novac cijeli mjesec raditi. Ja, die fahren dann Mercedes. I onda, evo, takvi onda voze Mercedes. In einem solchen Fall wäre die Beurteilung nach dem Äußeren und Verhalten völlig falsch. Dakle, vidimo evo iz primjera da bi ocjenjivanje na osnovu vanjštine bilo potpuno pogrešno. Vergessen Sie nicht, wir müssen unsere Wahrnehmungen immer wieder kritisch überprüfen. Dakle, ne zaboravimo da naša zapažanja moramo uvijek iznova kritički preispitati. Weil wir durch Äußerlichkeiten getäuscht werden. Jer mog u nas taj vanjski izgled i ponašanje mogu biti vrlo vadljivi. Auf YouTube gibt es Videos, wo solche Bettler entlarvt werden. A na YouTube-u možemo naći video snimke koje prikazuju kako se takvi prosjaci zapravo razotkrivaju. Plötzlich haben sie mich doch zwei Beine. Da, onda vidimo kako oni znači ipak imaju dvije noge. Und können ganz normal laufen. I mogu sasvim normalno hodati. Das andere war nur vorgespielt. A ono drugo je bila tek predstava. Also wir lassen uns oft täuschen. Dakle, često se možemo prevariti. Und das sollte uns kritisch machen. I to bi trebalo osvijestiti da budemo kritični. Wir sollten uns davor hüten, unsere Mitmenschen oder aber auch uns selbst nach guten und schlechten Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu beurteilen. Dakle, trebali bismo pripaziti da niti sami sebe, a niti ljude oko sebe ne ocjenjujemo prema nekim dobrim ili lošim osobinama koje eventualno primijetimo.
Kein Mensch ist grundschlecht, wenn er sich ein paar Mal schlecht verhalten hat. Nitko nije temeljno loš ako se možda nekoliko puta loše ponašao. Und was heißt überhaupt schlecht? A što uopće znači loš? Oft meinen wir damit nur, dass der Betreffende nicht nach unserem Willen gehandelt hat. A najčešće po tim mislimo da se taj čovjek nije ponašao onako kako smo mi htjeli. Dass er nicht unseren Erwartungen entsprochen hat. I da nije odgovorio na naše očekivanja. Wir müssen also überprüfen, ob unser Maßstab für gut und schlecht eigentlich richtig ist. Dakle, moramo ispitati je li naše mjerilo za ono što je dobro i loše zapravo ispravno. Wenn wir uns selbst oder unsere Mitmenschen ständig nach Fehlern untersuchen und sie dann verurteilen, dann laufen wir in die Gefahr. Dakle, kad sami sebe i ljude oko nas stalno ocjenjujemo prema određenom mjerilu za ono što je dobro ili loše, padamo u opasnost. Unsere innere Harmonie und das gute Verhältnis zum anderen zu zerstören. Da sami izgubimo svoj unutarnji sklad i dobar odnos sa ljudima oko nas. Prägen Sie auch sich diese Überzeugung ein, die Sie vor negativen Gefühlen bewahren soll. Dakle, zapamtimo i ovu rečenicu koja nas treba sačuvati od negativnih uvjerenja. Ich will niemanden, auch mich selbst nicht, wegen seines fehlerhaften Verhaltens verurteilen. Ne želim nikoga, niti samog sebe, osuđivati zbog nekakvog lošeg pojedinačnog ponašanja. Niemand ist fehlerlos, auch ich selbst nicht. Nitko nije bez greške, niti ja sam. Deswegen will ich vergeben, ich will lieben und den anderen jeden Tag neue Chancen geben. Znači, ja ću biti spreman oprostiti, bit ću spreman nekoga zavoljeti, prigrliti i svakodnevno dati ljudima oko sebe nove prilike. Wenden Sie diesen Grundsatz bei Ihrer Familie oder bei Ihrer Arbeit ein, bis dieses Verhalten zu einer festen Gewohnheit geworden ist. Dakle, primijenimo tu rečenicu, tu namjeru svaki puta i kod sebe i kod svoje obitelji i kod svojih poznanika, svaki puta tako da to postane jedna navika. Und vergessen wir nicht, ne zaboravimo, wer ständig andere Menschen kritisiert, tko stalno kritizira druge ljude, will meistens von den eigenen Fehlern ablenken. Zapravo, najčešće time želi odvratiti ljude od svojih vlastitih pogrešaka. Und damit entlarvt sich eigentlich selbst. A time se zapravo sam sebe otkriva. Fehler sind kein Maß für den Maßstab für den Wert eines Menschen. Greške sigurno nisu neko mjerilo za vrijednost nekog čovjeka. In seinem Brief an die christliche Gemeinde in Rom schrieb Paulus, u svom pismu na kršćanskoj zajednici u Rimu, Pavle je napisao, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Bog je dokazao svoju ljubav prema nama tako što je Krist za nas umro. Als wir noch Sünder waren. Dok smo još bili grešnici. Das heißt, als wir noch seine Feinde waren. Dakle, dok smo još bili njegovi neprijatelji. Ein unvorstellbarer Gedanke für uns Menschen. Jedna neshvatljiva pomisao za naš ljude. Wir opfern uns vielleicht für unsere Freunde. Možda bismo se žrtvovali za prijatelje. Feinde dagegen bestrafen wir. Međutim, za neprijatelje kažnjavamo. Doch Gott unterscheidet zwischen uns und unserem Verhalten. Međutim, Bog razlikuje između nas i našeg ponašanja. Er verurteilt das Böse. On osuđuje ono što je loše. Aber er liebt den Menschen, der das Böse tut. Ali voli čovjeka koji čini loše. Und er will uns immer wieder vergeben. I želi nam uvijek ponovno oprostiti. Eine bessere Regel für das Gewinnen von Freunden gibt es nicht. Nema boljeg pravila za dobivanje prijatelja i dobrog stava. Aber warum müssen wir ständig auf Fehler herumhacken? Ali zašto uvijek moramo zastati i paziti na greške? Warum müssen wir alles negativ kommentieren? Zašto moramo sve što je negativno komentirati? Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass wir unzufrieden sind? Zar to nije neki znak da smo nezadovoljni?
Weil wir nicht in einer perfekten Welt mit perfekten Menschen leben. Jer ne živimo u savršenom svijetu sa savršenim ljudima. Dabei sind wir selbst nicht perfekt. A niti sami nismo savršeni. Warum kommentieren wir nicht das positive Verhalten der anderen oder ihre gelungene Arbeit? Zašto ne bismo komentirali pozitivno ponašanje nekoga ili možda njegov uspjeh u poslu? Ist es wirklich so selbstverständlich, dass der andere eine gute Arbeit geleistet hat? Je li zaista tako samo po sebi razumljivo da je neko možda obavio neki dobar posao? Vielleicht sähe es in unseren Betrieben, in den Firmen und auch im Straßenverkehr anders aus, wenn doppelt so viel gelobt und zehnmal weniger kritisiert, genörgelt und geschimpft würde. Možda bi i u našim obiteljima, u prometu, na cesti, u našim poduzećima, možda bi drugačije izgledalo kad bi se dva puta više pohvaljivalo nego što se kritizira. Wir haben heute vier grundsätzliche Überzeugungen kennengelernt, die uns unglücklich machen. Dakle, upoznali smo četiri uvjerenja, temeljna uvjerenja koji nas čine nesretnima. Ja, die uns durch negative Gefühle sogar krank machen. Koje kroz negativne osjećaje nas čak mogu učiniti bolesnima. Deshalb haben wir uns entschlossen, vier neue Überzeugungen anzueignen. I zbog toga smo odlučili da prihvatimo četiri nova uvjerenja. Mein Wille muss nicht immer geschehen. Dakle, moja volja se ne mora uvijek sprovesti. Ich will nicht schlimmer machen, als es in Wirklichkeit ist. Neću nešto pogoršavati nego što je to u stvarnosti. Ich will meine Schwierigkeiten durchstehen. Izdržat ću teškoće koje su me snašle. Ich will niemanden, auch mich selbst nicht, wegen Fehler und Versagen verurteilen. Neću nikoga, niti samoga sebe, osuđivati zbog grešaka ili zbog nečeg pogrešnog. Natürlich fallen uns solche Überzeugungen nicht einfach in den Schoß. Naravno da takva uvjerenja nećemo dobiti samo zadobiti tek tako. Wir müssen uns schon um sie bemühen. Moramo se za njih potruditi. Am besten sie üben das an kleinen negativen Ereignissen in ihrem Alltag. Najbolje je to izvježbati, znači prihvatiti na malim negativnim događajima svakodnevnice. Die Suppe ist angebrannt. Juha je zagorjela. Katastrophe, das durfte nicht geschehen. Katastrofa, to se nije smjelo dogoditi. Das kann ich nicht ertragen, dass ich eine neue Suppe kochen muss. To ne mogu podnijeti, sad još moram ponovno kuhati novu juhu. Ich bin ein Trottel. Nesposoban sam potpuno. Das Glas fällt runter. Čaša je pala na pod. Das hätte nicht geschehen dürfen. To se nije smjelo dogoditi. Das ist eine Katastrophe. Katastrofa. Das kann ich nicht ertragen. Ne mogu podnijeti. Ich bin völlig ungeschickt. Potpuno sam nespretan. Ein Autofahrer fährt zu langsam. Jedan vozač ispred mene vozi presporo. Der darf nicht langsam fahren. On ne smije voziti sporo. Das ist schlimm. To je loše. Das kann ich nicht ertragen. Ne mogu to podnijeti. Der Mann ist blöd. Čovjek je glup. Sehen Sie? So machen wir es im Alltag. Vidite, to su evo stvari iz svakodnevnice. So läuft es eben im Alltag. Upravo tako to teče svakog dana. Und da können wir immer genau gegensteuern. A upravo tu trebamo suprotstaviti suprotno. Die Suppe darf anbrennen. Juha svakako smije zagorjeti. Das Glas darf runterfallen. Čaša smije pasti. Der Autofahrer darf bummeln. Auto, vozač auta ispred nas svakako smije voziti sporo. Das Auto kann eine Beule bekommen. Auto može biti oštećen. Ich kann einen Schnupfen bekommen. Mogu se prehladiti. Das ist alles keine Katastrophe. Sve to nije katastrofa. Das können wir alles locker ertragen. I sve to možemo svakako podnijeti. Und deswegen sind nicht wir oder die anderen irgendwie blöd und bescheuert. A zbog toga nismo niti mi, niti oni drugi, zbog glupi i nesposobni. Wir müssen also das kritische hinterfragen und eine neue Einstellung über längere Zeit regelrecht trainieren. Dakle, moramo kritično preispitati i to novo uvjerenje koje želimo zadobiti, zaista provježbati kroz jedno dulje vrijeme. Bis sich daraus eine Gewohnheit entwickelt hat. Dok se ne razvije navika. Nur dann werden diese Ratschläge auch eine Hilfe sein. I samo tada ti savjeti mogu postati i djelotvorni.
Wir haben ja gehört, glücklich sein kann man lernen. Dakle, čuli smo, sreća se može naučiti. Also müssen wir etwas lernen. Dakle, moramo nešto učiti. Eine neue Einstellung. Novi stav. Also überprüfen Sie mal bei schlimmen Ereignissen oder schlechten Ereignissen, was da in Ihrem Kopf abläuft. Dakle, prilikom nekog lošeg događaja preispitajte što se tada događa u vašoj glavi. Vergessen Sie nicht diese vier Grundhaltungen. Ne zaboravimo pritom ova četiri temeljne izjave. Es hilft Ihnen, schwierige Situationen besser durchzustehen. A to svakako pomaže bolje preživjeti teške situacije. Und dann werden Sie Ihnen auch in schweren Stunden helfen, in allem Leid noch das Gute zu sehen. Dakle, to će vam pomoći da i u teškim satima, situacijama, uz svu patnju vidite i nešto dobro. Morgen werden wir uns mit unserem Körper beschäftigen. A sutra ćemo se pozabaviti našim tijelom. Und das ist ein wichtiges Kapitel, um wieder fröhlich und fit zu werden. To je važno poglavlje da bismo ponovno bili zdravi i u formi. Und das gehört mit zum Glücklichsein. I to svakako ide zajedno sa srećom. Vidimo se sutra, dovidenja, laku noć.